Heute ist es soweit, die dritte Runde im Kampf um Los Angeles. Die LA Clippers empfangen die Los Angeles Lakers. Dieses Spiel und mehr gibt's jetzt. Oddspedia, the Sports Betting Community. Und mega cool, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Wir haben heute ein richtig, richtig großes Programm. Bin es jetzt auch schon ein bisschen durchgegangen, werde auch am Ende einige Wetten haben. Wenn ihr nicht das ganze Video anschauen wollt, sondern nur die Wetten, schaut in die Kommentare, da schreibe ich, ab welcher Minute es die Zusammenfassung gibt. Wir starten mit den Brooklyn Nets gegen die Chicago Bulls. Ich habe hier eine kleine Grafik vorbereitet. Da hier ganz links bitte schauen, nicht diese hier, sondern hier, Kenny Atkinson ist nicht mehr Trainer bei den Kollegen aus Brooklyn, leider schade für alles, was er gemacht hat in den letzten Jahren, hat ein Team ohne Draftpicks, ohne Stars wieder attraktiv gemacht und ihm wurde jetzt zur Seite gestellt, Kyrie Irving, Kevin Durant und so weiter, Meisterschaftsteam erst ab nächstem Jahr, wenn der Durant wieder dabei ist und zum Dank geht er jetzt, beziehungsweise hat sich entweder mit den Spielern überworfen, wahrscheinlich Irving oder mit irgendjemandem sonst. Der Teambesitzer, hier dieser Russe da, war wohl auch kein so großer Fan von ihm. Wer weiß das schon so genau. Auf jeden Fall jetzt erstes Spiel gegen die Chicago Bulls. Braucht man nicht großartig drauf eingehen. Die Nets sind für mich Favorit, haben auch mit Caris LeVert, Spencer Dinwiddie zwei Leute, die super gut drauf sind und die dürften auch gegen die Nets gewinnen. Pelicans spielen bei den Timberwolves. Seit Zion Williamson wieder am Start ist, geht es für die Kollegen aus New Orleans nach oben und sie haben einen Shot auf die Playoffs. Man sieht es hier, sind derzeit Elfter. Memphis ist auf dem Hot Seat, 32 Siege, 32 Niederlagen. Die meisten Teams haben jetzt noch ungefähr 20 Spiele oder weniger und New Orleans hat einen schwachen Rest, ein schwaches Restprogramm. Memphis das Schwierigste, aber es sind ja auch noch die Teams Sacramento und Portland in lauer Stellung. San Antonio kann man langsam, aber sicher abschreiben, aber aufgrund des Namens würde ich sie noch drin lassen im Rennen, aber so richtig glauben tue ich nicht dran. Jetzt geht es gegen die Timberwolves, die weiterhin ohne Karl Anthony Towns unterwegs sind. Ich traue Minnesota nichts zu und denke, dass die Kollegen aus New Orleans das schaukeln werden, auch wenn sie das erste Aufeinandertreffen vor ein paar Tagen gegen Mini verloren haben, gibt es jetzt die Revanche 134 zu 139 über 270 Punkte. Dementsprechend hoch ist auch die Line bei diesem Spiel. Finde ich jetzt nicht interessant genug. Dementsprechend gehen wir da auch nicht drauf ein. Ein Sieg der Pelicans, alles andere würde mich sehr überraschen. Das spannendste Spiel ist aber definitiv hier LA gegen LA, Clippers gegen Lakers. Die ersten beiden Duelle gingen an die Los Angeles Clippers. Und zwar das erste Saisonspiel 112 zu 102. Okay, da waren beide Teams noch nicht so richtig eingespielt. Das nächste Saisonspiel war am Christmas Day, quasi am Christmas Weekend, 111 zu 106. Die Lakers haben lange, lange geführt. Aber dann im vierten Viertel hat dann doch Kawhi Leonard und Co. zugeschlagen und den Sieg geholt. Drittes Spiel, wissen wir alle, wurde jetzt verlegt wegen der Tragödie um Kobe Bryant. Aber nicht nur ist es ein Derby, was dieses Jahr auch relevant ist, denn sonst war es Clippers gut, Lakers schlecht in den letzten Jahren oder Clippers okay, Lakers ganz schlecht. Davor Lakers so und Clippers so. Also nicht wirklich interessant. Jetzt haben wir hier aber auch ein potenzielles Final Matchup im Westen. Im schlimmsten Fall treffen die sich auch im Halbfinale. Stand jetzt, wenn wir rein auf die Tabelle gehen, wäre es aber das Final als erste Möglichkeit aufeinander zu treffen. Denn Clippers Zweiter, LA Lakers Erster. Was muss man um dem Spiel wissen? Eine ganz interessante Nummer ist nämlich die hier. Dafür schauen wir auch auf die Grafik hier ganz rechts. 10 Siege und 0 Niederlagen gab es, wenn die Clippers fully healthy sind, also vollständig fit gewesen sind.
und 33-19, wenn dem nicht so der Fall war. Vielleicht habt ihr das jetzt mitbekommen. Zusätzlich haben die Clippers jetzt auch noch für einen 10-Tages-Contract Joakim Noah verpflichtet. Er könnte, wenn er so spielt wie letztes Jahr in Memphis, vielleicht ein paar gute Minuten geben. Auf Seiten der Lakers wurde Dion Waiters verpflichtet. Der ist ja in Ungnade in Miami gefallen. Ist eigentlich ein ganz guter Scorer und könnte das nötige Bench-Scoring in den Playoffs für LA bringen. Er wird aber definitiv jetzt noch nicht eingesetzt werden. Mein Favorit sind die Clippers. Auch wenn LeBron ultra fokussiert ist in den letzten Wochen und auch sagt, für ihn ist dieses Spiel jetzt sehr, sehr wichtig. Ich glaube, dass die Truppe um Leonard, um Paul George, um Lou Williams, Reggie Jackson, auch jetzt noch dazugekommen, sind einfach unglaublich tiefe Kader. Und da sehe ich auch jetzt keine großartige Chance. Mit Patrick Beverley haben sie auch einen guten Verteidiger auf LeBron, der das schon so ein bisschen Kopfgeficke machen wird. Also auch Anthony Davis haben sie eigentlich die richtigen Spieler, um denen entgegenzuwirken. Also die Clippers sehe ich als Favorit. Und wenn man jetzt auch die letzten Spiele von denen anschaut, Sieg gegen Oklahoma, Blowout-Win eigentlich, Blowout-Win mehr oder weniger gegen die Houston Rockets. Und jetzt kommen die Lakers. Vielleicht wollen sie da auch nochmal ein Statement setzen. Die Line bei minus 3, minus 4 sicherlich nicht verkehrt, aber eine 1-7-7 reicht beim reinen Sieg, wenn man das denn anspielen möchte. Boston danach gegen die Thunder. Da geht es weiter etwas später. Die Celtics weiterhin eine überragende Saison, aber auch die Kollegen aus Oklahoma müssen sich nicht verstecken. Das erste Spiel war sogar an einem Sonntag hier, kann ich mich erinnern. Da sind wir auf Boston gegangen. Ich glaube auf ein Over und auf Boston Handicap, wenn ich es richtig im Kopf habe. Beides ist aufgegangen. Auf jeden Fall derzeit Dritter, noch mit einem Shot auf den Zweiten. Aber sie müssen auch ein bisschen aufpassen, dass Miami vielleicht nicht noch von hinten rein faucht. Die Thunder, Platz 6, 39 Siege. Damit ist eigentlich schon der Playoff-Platz geclincht, mehr oder weniger, denn wir haben noch 20 Spiele und sie haben 10-11 Siege Vorsprung auf Platz 9. Da sollte doch nichts mehr schief gehen. Bärenstarke Saison, was Oklahoma spielt. Bei Boston sollten wir im Hinterkopf haben, Kemba Walker ist noch ein bisschen auf Minutes Restrictions und es kommt auch hinzu, dass Brown, Smart ein bisschen angeschlagen sind, Tice angeschlagen. Also, es ist jetzt nicht komplett bei 100% die Celtics. Und deshalb finde ich die Quote auf Oklahoma einerseits schon interessant und würde auch glauben, dass Oklahoma das Spiel auf jeden Fall knapp gestalten kann. Und wenn man hier nimmt, so ein Plus 6 für eine Quote von 1,81, definitiv nicht uninteressant. Weiter geht's mit dem Spiel der Phoenix Suns gegen die Milwaukee Bucks. Hier Suns gerade mit einem starken Sieg gegen Portland. Deutlichen Schlag in die Magengrube der Blazers, was deren Playoff-Hoffnung angeht. Und Aaron Baynes, 9 Dreier waren es, glaube ich, hat einen persönlichen Rekord in gemachten Dreier und Punkte natürlich gemacht. Der etwas schwerfällig aussehende Center der Phoenix Suns, auch viel Verletzungspech. Letztes Jahr schon eine starke Saison für Boston gespielt und ich denke, dass der in der Offseason auch einen richtig fetten Vertrag bekommen dürfte. Den richtig fetten Vertrag hat Giannis Antetokounmpo schon und nach dem Spiel, nach der Niederlage gegen LA, ist so ein bisschen die 70-Siege-Bilanz in weite Ferne gerutscht. 2 Niederlagen aus den letzten 5 Spielen und damit sind sie in den Standings zwar immer noch deutlich Erster mit 53 Siegen, 10 Niederlagen, aber wenn sie die 70 Siege erreichen wollen, müssen sie jetzt 17 der letzten 19 Spiele gewinnen und ich denke, das ist nicht realistisch. Vor allem werden die sich dann eher auf die Playoffs schon mal konzentrieren und vielleicht auch Spieler schonen. Kann mir auch vorstellen, dass jetzt in den letzten Wochen Giannis nicht jedes Spiel spielt. Das Gleiche haben sie eigentlich letztes Jahr schon gemacht. In der ersten Runde wird wahrscheinlich Orlando warten oder Brooklyn. Beides Teams, über die sie eigentlich schnell drüber schnupfen können. Und dann mal schauen, was die Saison so bringt. Auf die Frage, ob LeBron James oder Giannis der MVP der Saison werden sollte. Beide sind mit ihren Teams Erster. Hat Charles Barkley gesagt, man wäre ein Idiot, wenn man sagen würde, LeBron sollte MVP werden, weil LeBron hätte mit
Chris Middleton als zweitbesten Spieler niemals so einen Rekord. Hat er recht, aber nichtsdestotrotz, beide spielen unglaublich stark und James eigentlich in diesem Alter, was der jetzt wieder für Spiele rausgehauen hat, vor allem gegen Milwaukee. Wow. Ich denke, die Bucks gewinnen das hier. Handicaps finde ich bei Auswärtsspielen nicht so interessant, sind so bei 7, 8, 9 Punkte rum. Interessiert uns nicht. Die Wizards spielen gegen die Heat. Bei den Wizards dreht Bradley Beal Spiel für Spiel durch. Helfen tut's nichts. Sie verlieren letztendlich zu viele Spiele gegen Teams, wo sie vielleicht hätten gewinnen sollen. Hier jetzt nicht bei den letzten 5 dabei, aber davor gegen die Cavaliers, gegen die Bulls. Und hier haben sie eigentlich alles geschlagen, was sie hätten schlagen sollen. Trotzdem ist der Rückstand auf den 8. Platz mit 5 Siegen ja schon noch erreichbar, aber so wie die Wizards sich geben, ist das zu unkonstant. Die Heat hingegen wahnsinnig stark weiterhin unterwegs, haben jetzt einmal zwar verloren, aber denke ich, können dieses Spiel schon wieder gewinnen. Schauen wir auch mal ganz kurz hier in der Mitte dieser Grafiken. Der Rekord gegen die Top-Teams aus dem Osten. Gegen die Bucks 2 Siege, 0 Niederlagen. Das gleiche gegen die Raptors, das gleiche gegen die Pacers. Gegen die 76ers gab es bereits die 4 Spiele dieser Serie. Da haben sie 3-1 gewonnen. Und nur gegen die Celtics, das scheint so ein bisschen das Kryptonit der Heat zu sein. Die Grafiken übrigens aus NBA Buzz kopiert, falls ihr das noch nicht auf Facebook folgt, unbedingt machen. Top, top Seite, wenn es um Basketball geht. Also, die Heat, denke ich, werden das gewinnen. Genauso favorisiere ich unsere Dallas Mavericks, denn Porzingis spielt bockstark. Die Pacers sind nicht so richtig in Schwung derzeit, muss man ganz ehrlich sagen. Sie haben ein bisschen Verletzungspech. TJ Warren angeschlagen, Jeremy Lamb, Kreuzbandriss, Oladipo definitiv nicht so wie in den letzten beiden Saisonen. Das wird noch ein bisschen dauern, bis er zurückkommt. Von daher sehe ich die Dallas Mavericks als deutlichen Favorit, haben das erste Spiel auch in Indiana gewonnen, 112 zu 103. Und jetzt starke Gewinn gegen die Memphis Grizzlies. Davor in der Overtime gegen Zion Williams gewonnen und seine Pelicans. Und für Indiana gab es zwar einen Sieg in Chicago, aber die Niederlage davor auch gegen Milwaukee. Also ich denke, Doncic ist zwar angeschlagen mit Fuß, mit Daumen, mit ein bisschen Erkältung, aber unabhängig, ob er spielt oder nicht, werden die Mavs das gewinnen. Und auch das Handicap finde ich sehr interessant. So um die minus 6 gibt es eine 1,8, 1,9. Das schauen wir uns auf jeden Fall nochmal an. Rockets, also ihr seht schon, ich gehe ein bisschen schneller über die Spiele diesmal, weil einfach die Nacht sehr, sehr vollgepackt ist mit NBA-Spielen und wir sind jetzt bei den Rockets gelandet, die gegen die Orlando Magic spielen. Die Rockets haben es geschafft, nach 6 Minuten gestern gegen die Kollegin aus Charlotte 20-0 hinten zu sein. War ein unglaublich ekliges Spiel, habe es mir angeschaut. Kein Spielflow bei den Rockets, klar, Westbrook ausgesetzt, wird wahrscheinlich heute wieder dabei sein. Aber insgesamt hat mir das gar nicht gefallen. Auch James Harden, zwar mit ganz guter Punkteausbeute insgesamt, wenn man den Statistikbogen anschaut und sogar im Triple-Double, aber er sah sowas von lustlos aus. Von daher kann ich mir vorstellen, dass hier die Magic mit ihrem Handicap, was um die 10 ist, schon bestehen können. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass die Rockets die Schande von gestern vergessen lassen möchten und vor allem ein Heimspiel haben, aber jetzt gab es hier 3 Niederlagen in Folge gegen New York und Charlotte, gegen 2 Lottery-Teams, Blowout-Niederlage gegen Houston. Davor habe ich eigentlich gedacht, jetzt haben sie sich gefangen mit ihrem Super-Small-Ball, Sieg in Boston, sogar in Overtime und auch ein deutlicher Sieg gegen Memphis. Also trotzdem enttäuschend, ich rate hier von einer Wette ab, zumindest gibt es auch keine Witt-Einschätzung von meiner Seite. Die Cavaliers gegen die Spurs kann man machen, muss man aber nicht oder sollte man vielleicht sogar nicht. Die Cavaliers haben jetzt überraschenderweise den einen oder anderen Sieg gegen gute Teams eingefahren. Gegen Denver 104 zu 102 gewonnen und davor den Spielen zwar nicht, aber Spurs doch enttäuschend hier mit der Niederlage in Brooklyn, einer sehr, sehr hohen
Und ja, weiß ich nicht. Die Quote ist sogar ganz cool auf San Antonio, aber irgendwie taugt mir das nicht, was die in den letzten Wochen so abreißen. Deshalb keine Wette darauf. New York Knicks gegen die Detroit Pistons. Könnte man auf die Knicks gehen, muss man aber nicht. Wäre sogar potenziell ganz cool für Kombinationsgedankenspiele, aber auch hier habe ich keine Lust drauf, auf zwei Lottery-Teams gegeneinander zu setzen. Tatsächlich, das letzte Spiel sind die Sacramento Kings gegen die Toronto Raptors. Und die Kings stehen eigentlich im Rennen um den achten Platz am besten da. Zwar sieggleich mit Portland, aber sie haben zwei Niederlagen weniger. Das heißt, sie können hier noch näher aufrutschen auf Memphis. Und sie haben von den letzten zehn Spielen 7 gewonnen, haben also von diesem Ganzen hier von 8 bis 12 von allen Teams, die noch eine Chance, einen Shot auf die Playoffs haben, wirklich die besten, das Momentum, die beste Formkurve. Phoenix könnte man jetzt, wenn man lustig drauf ist, auch noch dazu tun, weil sie haben auch nur 3 Siege weniger, aber da kommen wir in Schmarrn rein, wenn wir jetzt sagen, dass die Suns auch noch die Playoffs schaffen können. Das wäre unsinnig. Also Sacramento hat auch einige gute Teams geschlagen. Die Raptors ein bisschen angeschlagen, trotzdem immer noch starker zweiter Platz. 6 von 4, nicht ganz so gut wie im Laufe der Saison, aber sie sind definitiv hier Favorit. Ich glaube aber trotzdem irgendwie, dass Sacramento dieses Spiel mindestens knapp halten kann, wenn nicht gar sogar gewinnt. Und wenn man jetzt hier mal schaut, die Kings mit einer 5, mit einer 6 hier in dem Quotenbereich 1,8, 1,9. Nicht uninteressant, auf jeden Fall spannend. Damit kommen wir jetzt auch schon zu unserer Tipp-Zusammenfassung. Wie gesagt, es waren sehr, sehr viele Spiele, deshalb bin ich jetzt nicht so komplett ins Detail pro Spiel gegangen und auch nicht in die Over-Under, weil da war für mich jetzt nichts Interessantes dabei. Aber jetzt kommen wir zu den Tipps. Brooklyn Nets gegen die Chicago Bulls. Hier sage ich, dass die Nets gewinnen, aber die Asian Handicaps sind nicht interessant genug, denn ist trotzdem nicht so stark, oder man sollte die Bulls auch nicht komplett unterschätzen. Ich denke auch, dass die Pelicans sich rächen werden gegen die Timberwolves, gegen die sie gerade verloren haben. Und dann schauen wir mal ganz kurz, habe ja schnell das Handy rausgeholt. Wenn wir nämlich diese beiden Spiele kombinieren würden, kommen wir je nach Buchmacher auf eine Quote von 1,91. Das finde ich sehr interessant, und wenn wir uns an letzte Woche erinnern, da haben wir auch einfach nur Favoriten miteinander kombiniert und beide Wetten sind eingedroppt, einmal mit einer Zweierquote, einmal mit einer 1,75er-Quote. Ich denke, das lässt sich sehen. Clippers gegen Lakers. Jetzt ist hier in der Zwischenzeit die Quote um 0,1 wieder runtergegangen. Aber ich denke, dass die Clippers das machen. Wird ein spannendes Spiel. 1,76 reicht uns diese reine Siegquote. Die nehmen wir mit und hoffen darauf, dass das Triple gelingt. Der dritte Sieg in Folge der Clippers gegen die Lakers. Ich freue mich schon ungemein auf dieses Spiel heute Abend. Wird eine richtig geile Veranstaltung. Angeschlagene Celtics gegen Oklahoma, die gut drauf sind, die jeden Sieg gebrauchen können, die das Hinspiel quasi schon sehr ausgeglichen gestaltet haben und jetzt auch nicht chancenlos sind. Hier nehme ich Oklahoma plus 6 für eine Quote von 1,81. Weiter geht's mit zwei Top-Teams aus dem Osten. Auch hier wird wieder kurz der Taschenrechner rausgeholt, denn wir machen es uns ganz einfach. Wir kombinieren die Siege der Milwaukee Bucks mit den Miami Heat, kriegen dafür eine Quote von 2,18. Und ich denke, dass die Bucks das in Phoenix gewinnen werden. Die Quote finde ich sogar ein bisschen zu gut. Es mag sein, dass Antetokounmpo nicht spielt, aber trotzdem mit Middleton und Bledsoe, DiVincenzo ist das Team stark genug, um Phoenix in die Schranken zu weisen. Und Miami sollte man jetzt vielleicht nicht überschätzen, trotz des Records, aber sie werden auch
hoffentlich in Washington bestehen. Bei den Mavs gegen Pacers gehe ich darauf, dass die Mavs mit mindestens 6 Punkten Vorsprung gewinnen. Dafür kriegen wir eine Quote von 1,84. Indiana, Verletzungspech, auch angeschlagene Spieler und egal, ob bei Dallas Doncic spielt oder nicht, sie sollten in der Lage sein, mit mindestens 6 Punkten die Pacers nach Hause zu schicken. Hier noch ganz unten versteckt sich noch die 6. und damit letzte Wette des heutigen Tags. Wir sagen, dass die Sacramento Kings vielleicht nicht unbedingt gewinnen werden gegen die Raptors, aber mit einem Asian Handicap plus 6,5 auf Sacramento kriegt man auch nur eine Quote von 1,8. Damit würde man eine knappe Niederlage noch entgegensteuern. 6 Tipps gab es heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch bitte einen Daumen da und wir sehen uns dann zum Endspurt, denn es sind jetzt nur noch maximal 20 Spiele je Team und das bedeutet auch, die NBA-Sonntage neigen sich dem Ende. Danke für eure Klicks, danke für eure Likes, freue mich auch über jeden Kommentar, immer und immer wieder und dann freuen wir uns jetzt auf das Battle of Los Angeles. Oddspedia.